In diesem Video möchte ich eine Möglichkeit zeigen, wie du eine variable Schriftgröße einstellen kannst, so dass ein Text größer oder kleiner wird, je nach Viewport-Breite, ohne dass du einen Breakpoint machst. Ich habe hier in CodePen bereits einen Div und ich schreibe eine CSS-Regel dafür, einen Hintergrund. Wir sehen nichts, weil es gibt keine Größe, also Höhe 100 Pixel, Breite 100 Pixel. So, und statt Pixeln könnte ich die Viewport-Breite angeben, zum Beispiel 5% der Viewport-Breite, VW heißt Viewport. Höhe und Breite 5% der Viewport-Breite. Die Viewport-Breite ist im Moment wahrscheinlich 1280. 5% von 1280 ist 1280 mal 0,05 64 Pixel. Jetzt messe ich das mal ab. Ja, es kommt hin. Und analog zur Breite gibt es natürlich auch die Viewport-Höhe. Jetzt habe ich hier ein kleines Rechteck, das im Maßstab 1 zu, ich weiß nicht wie viel, den Viewport abbildet. Okay, ich bin jetzt aber nur an der Viewport-Breite interessiert, beziehungsweise an einem Prozentsatz davon, weil ich möchte jetzt damit die Schriftgröße einstellen. Dafür brauche ich Text, zum Beispiel eine Überschrift, und ich schreibe etwas Text. Und der Browser stellt dafür irgendeine Schriftgröße ein, wahrscheinlich 2,5 oder 3 Rem, also gevierte, das Dreifache der Grundeinstellung von 16 Pixeln. Jetzt schreibe ich auch hier eine Regel und schreibe Font Size 5 VW, genau das gleiche. Der Div soll mir jetzt als Referenz dienen. Und ich sehe, ungefähr scheint hier die Schriftgröße auch in dieses Rechteck zu passen. Und jetzt, wenn ich den Viewport schmaler mache, schrumpft die Schriftgröße. Das ist ziemlich einfach und ziemlich effektiv. Es ist teilweise recht schwierig herauszufinden, wie groß das eingestellt werden muss. Also gerade wenn es mehrere Textsorten sind, die alle irgendwie im Verhältnis zueinander stehen sollten und auch im Verhältnis zur Viewport-Breite wachsen sollen. Also das ist nicht besonders einfach, aber so für auf die Schnelle, um Text an den Viewport anzupassen, kann das sehr effektiv sein. Es gibt seit einiger Zeit, das wird in älteren Browsern nicht unterstützt, aber es gibt seit einiger Zeit eine Einheit, die ich hier vollständigkeitshalber erwähnen möchte, die heißt Clamp, und dort kannst du ein Minimum und ein Maximum definieren, zum Beispiel Minimum 12 Pixel, es braucht dann etwas in der Mitte, und Maximum 100 Pixel und dann in der Mitte ebenso einen variablen Wert. Und das bedeutet, dass der Text generell so groß sein soll wie 5% der Viewport-Breite.
Das ist aber nie kleiner als 12 Pixel werden soll und nie größer als 100 Pixel. Und damit ist es ein bisschen einfacher, diese variablen Werte für Schriftgrößen unter Kontrolle zu halten. Also dieser Wert Clamp lässt sich nicht nur für die Schriftgröße einsetzen, es ist auch eine Möglichkeit, die Breite und die Höhe eines Elements, das wachsen oder schrumpfen soll, ein bisschen zu kontrollieren oder da Limiten zu setzen. Aber im Zusammenhang mit dieser Einstellung der Schriftgröße anhand der Viewportbreite kann das Sinn machen, diesen Clamp-Wert zu verwenden. Aber für experimentelle Anwendungen auf die Schnelle ist es völlig okay, das einfach so zu schreiben. Und dann hast du Schrift, die wächst und schrumpft.